Als Vize-Weltmeisterin hast du jetzt auch ein passendes Top bekommen fürs Finale. Zum Spiel, Kalle. Wahnsinn, in deinen Worten nochmal ausgedrückt. Ja, ich hatte jetzt 5 Minuten ein bisschen runterzukommen. Ja, absoluter Wahnsinn. Man versucht, einen kühlen Kopf zu bewahren und die Sachen richtig zu machen. Der erste Satz lief sehr gut für uns, haben gut Druck im Aufschlag gemacht. Im zweiten haben wir uns leider ein bisschen rausgenommen, lagen, glaube ich, zwischendurch mit 3 hinten. Ich habe es versucht, so ein bisschen wegzudrängen, aber ich glaube, es waren am Ende 3. Und man weiß, dass man dann einfach, naja, 3 aufholen muss. Und ich weiß nicht, irgendwie, wir haben einfach Punkt für Punkt gedacht und irgendwie hat es funktioniert. Hat man da im Hinterkopf, dass eigentlich die USA eigentlich sich immer gut zurückkämpft? Also auch im Spiel davor gegen die Schweiger Sisters haben sie, glaube ich, 6 zurückgelegt und sich nicht drum gekümmert. Hast du es dann im Kopf, gerade wo Britta dann auch den Ball dann einen drüber baggert, du den einen nicht bekommst? Ist es im Hinterkopf? Naja, man weiß schon, aber das ist gar nicht so negativ, weil man einfach vorbereitet ist, dass sie wirklich bis zum letzten Ball kämpfen. Und es waren auch Bälle, wo man fast nicht mehr gedacht hätte, dass sie die noch bekommen. Und die lagen irgendwo außerhalb des Feldes und sie spielt die dann noch zurück. Und das sind Sachen, die man vorher weiß und einfach darauf reagieren kann und weiß, die kämpfen bis zum Ende. Und das war auch, ich meine, der zweite hätte ja auch anders ausgehen können. Und ich war auch bereit nochmal für einen dritten. Also ich habe nicht gedacht, so jetzt, wenn der es nicht ist, dann im dritten geht es nicht. Also man versucht es in 2, aber man hat im Hinterkopf, die wollen, die lassen auch nicht locker. Und das war eigentlich das, ja, was ich jetzt die ganze Zeit im Spiel eigentlich so im Hinterkopf hatte. Und deshalb bin ich echt froh, dass es im zweiten dann das was beenden konnten. Finale jetzt gegen China. Blendet man es aus, dass es das WM-Finale ist? Oder wie geht ihr daran? Ganz ehrlich, ist jetzt alles egal, oder? Also das nicht egal von, wir wollen nicht gewinnen, aber es ist mir, stell mir da irgendjemand hin, es ist mir egal, was für ein Finale ist, ich will da jetzt gewinnen. Alles, alles Gute und gutes Vorbereiten für gleich. Und danke. Dann feiern.